an meiner Tür geklingelt. Und das ist ein Paket Produktetestung. Darf ich wieder durchführen für DIY Digital Art. Und ich habe mir folgende Dinge ausgesucht. Die sind hier drin. Ich weiß, dass es nur zwei Sachen sind, aber ich freue mich total drauf und möchte das natürlich mit euch teilen und werde jetzt das Paket, oh, das raschelt so, ich weiß, vorsichtig jetzt mal, mal gucken, vielleicht kann ich es noch aufreißen. Nee, ich möchte es lieber doch ein bisschen aufschneiden. So, mal vorsichtig. Schneiden. So. Oh, ich bin schon total gespannt. So. Und zwar ist es einmal ein größeres Bild als die letzten Bilder von DIY. Und ich habe mir noch... Oh, das sind doch drei Sachen. Das ist doch mehr. Heieiei. Dann sind es doch drei Sachen. Und zwar habe ich mir bestellt von DIY die wasserlöslichen Stifte, die ich für Kreuzstich und Perlenstickerei benutzen möchte. Freue ich mich auch total drauf. Ich habe ja die Stifte, die sich auf der Luft oder an der Luft ja wieder auflösen. Und jetzt habe ich mir diesmal diese hier geholt, die ausgewaschen werden müssen. Das heißt, die halten dann länger auf dem Stoff. Da nehme ich euch auf jeden Fall mal mit, wenn ich die ausprobiere. So, und jetzt habe ich mir hier noch einen tollen Tool-Koffer bestellt. Und die Packung ist leer. Ja, leer. Ich hatte mir ja schon einen kleineren bestellt, für kleinere Diamond Painting. Und habe jetzt, bin so davon begeistert. Oh, es raschelt so arg, gell, ich weiß. Oh, schnell weg. Dass ich mir gedacht habe, ich bestelle mir wieder sowas, aber diesmal größer und nicht in Rot, sondern in Rosa. Auch mit Tragegriff, Reißverschluss und diesmal sind die Gläschen anders. Wie cool. Und zwar so große Schraubgläser. Die habe ich jetzt noch gar nicht. Da bin ich echt mal gespannt, wie die so zu handeln sind, wie ich damit zurechtkomme. Ich habe ja entweder die Medizinbecher oder diese, ob ich gleich einen greifbar habe, was ich meine, diese Aufbewahrungssets, wo immer so... so Viererreihen nebeneinander sind. Ich habe es jetzt weggeräumt. Ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen. Entschuldigung. Und habe ja normalerweise diese Tic-Tac-Dosen, die ich auch sehr gerne mag. Davon habe ich ja auch dieses kleinere Köfferchen unter anderem. Und habe jetzt bestellt mir und habe mir jetzt diese hier bestellt. So, jetzt habe ich es. Es ist schon ein bisschen spät und der Tag heute war ein bisschen anstrengend. Deswegen entschuldigt mich bitte, wenn ich so ein bisschen erschöpft bin und deswegen nicht so fehlerfrei spreche. So, das heißt, es sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30 Flaschen. Ich freue mich. Toll. Die sind auch schön hoch. Ich hoffe natürlich, dass ich gut mit denen zurechtkomme. Ist halt, da muss ich halt dran gewöhnen, das aufzuschrauben. Aber ich denke mal,
dass wenn die gut zugeschraubt sind, dass sich da nichts löst. Ne? Ihr könnt mir ja mal schreiben, wie so eure Erfahrung mit diesen Schraubgläschen ist. Also ich bin da echt gespannt und freue mich sehr darauf, das auszuprobieren. Und ich liebe einfach diese Koffer, die sind einfach mega. Ja, danke an DIY, dass ich mir die Produkte aussuchen durfte. So, und jetzt schauen wir uns das Bild an. Oh, ich habe so ein tolles Bild bestellt. Oh, jetzt hoffe ich, weil ich gesehen habe, dass so ein bisschen Knicke drin sind. Ich hoffe jetzt nicht, dass das Bild drunter gelitten hat. So, oh, warte, wisst ihr was? Ich schneide es noch so ein bisschen auf. Ich kann es hier ja gut einsehen. Dann passiert hier auch nichts. So. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ich finde es immer so witzig, wenn man immer zeigt, dass nichts mehr drin ist. Echt. So, ich meine, mich erinnern zu können, es wäre diesmal ein Bild mit eckigen Steinchen. Das hoffe, muss ich jetzt mal gucken, weil ich habe inzwischen wieder bestellen dürfen und komme da so langsam mit meinen Bestellungen durcheinander. Und werde euch auf jeden Fall das Bild jetzt mal zeigen. Ich zeige euch das mal. Das ist eine Sonnenblume mit einem wunderschönen roten Hintergrund. Ich liebe ja Rot. Oh mein Gott, ich liebe Rot. Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht toll? Oh, und was der Hammer ist, guckt mal. Es hat nur 29 Farben. Das heißt, ich kann im Prinzip ja direkt mein neues Köfferchen ausprobieren. Oh, ich finde es mega. Also das Bild ist gut angekommen. Ich sehe jetzt hier auf den ersten Blick jetzt keine gravierenden Knicke. Das ist schön. So, wir schauen uns jetzt mal die Legende an. Ich hole euch da so ein bisschen her. Also, was ich natürlich wieder cool finde, ist DMC-Nummer. Jawohl, da kann ich das nämlich dann die Reststeine wieder wegsortieren. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, von den Symbolen her. Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Ich glaube, da das sind so zwei, drei Symbolen, die so ein bisschen schlechter zu erkennen sind. So wie zum Beispiel CD Nummer 19. Aber ich denke, mit der Zeit blickt man da durch. Das ist praktisch wie so ein, sieht aus wie ein Apostrophzeichen. Und hier sind, glaube ich, ein Pfeil nach unten. Ja, also von den Symbolen her ist es tatsächlich so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber ich denke, man kommt damit zurecht. So, das Bild hat eine Größe von, jetzt weiß ich nicht, ob ich mein Maßband direkt hier griffbereit habe. Uiuiui, ich glaube, ich bin schlecht vorbereitet. Wisst ihr warum? Weil ich nämlich ganz spontan mich dazu entschieden habe, das Video zu machen. Ich habe zuerst überlegt, na, mache ich das erst morgen? Dann bist du wahrscheinlich nicht ganz so erschöpft, aber da habe ich gedacht, nee, die erste Freude und so, das will ich jetzt direkt mit euch teilen und ich wollte jetzt auch nicht wirklich noch einen ganzen Tag drauf warten müssen. So, dann messe ich das Bild mal aus. Und zwar die Leinwand ist 50 mal, ja, jetzt müssen wir es ablesen können, 50 mal 40. Das Motiv ist 35 mal 44. So,
Also ich finde es wunderschön. Guckt euch das mal an. Diese, oh mein Gott, ich kann mich gar nicht satt sehen. Dann schauen wir natürlich, wie wir das immer alle so gerne machen. Nach dem Kleber. Also ich habe das noch nicht so ganz raus, ne? Wie ihr das unterscheiden könnt zwischen Flüssigkleber und Klebefolie. Auf jeden Fall ist die boah, bombenfest. Also, man darf sich da nicht so viel verpainten. Die Steinchen werden schlecht verrückt. Aber gut, es ist ja nicht so schlimm. Der Druck an sich. Ich halte euch mal hin. Der Druck an sich ist doch ganz ordentlich. Also, ich habe das Gefühl, dass man hier auf dem Bild die Symbole besser erkennen kann als auf der Legende, die nebendran ist. Das ist doch schon mal sehr erfreulich. Boah. Also das wird wieder so ein tolles Gartenprojekt, ne? Ein Garten- und Balkonprojekt, das weiß ich jetzt schon. Oh, wie schön. Oh, oh. Und die Bilder von DIY, ich bin von den ganzen Bildern, die ich bisher gemacht habe, bin ich absolut begeistert, weil diese ganzen Farben und diese ganze Intensität der Farben noch mehr rauskommt als jetzt hier auf dem Druck. Und diese Kombination hier aus den verschiedenen Rottönen und dann hier diese Sonnenblume, die sieht ja tatsächlich aus wie eine Flamme. Also, eieiei. Und wenn ich das hier richtig erkenne, dann sieht hier das innen drin aus wie ein kleines Herz. Voll schön. Super. Dann gucken wir uns mal die Steine an. Und es ist so, wie ich das jetzt auch vermutet habe. Das sind eckige Steine. Die ersten eckigen Steine, die ich bei DIY Digital Art ausprobieren werde. Und da bin ich wirklich mal super gespannt. Bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf. So. Die Farben natürlich in den entsprechenden Tönen. Oh. Da guckt schon wieder mein Herz. Ein sattes Gelb. Ich drehe das mal rum, dann sieht man es besser. Da sind noch zwei Irrläufer drin. Ein sattes Gelb, ein super schönes Orange. Also ich finde, dass die Steine gut aussehen. Da haben wir auch wieder dieses Orange. Dann haben wir dieses Grün und Gelb. Sieht auch gut aus. Wieder das Orange. Oh, ein schönes Rot, Braun, wieder ein Rot. Oh, jetzt wird es noch schöner. Oh, puh. Ganz, ganz tolle Töne. Oh. Natürlich auch die heißgeliebte. Ich wollte jetzt eigentlich sagen 310. Richtig, oder? Jawohl, die 310. Macht mir aber gar nichts. Macht mir nichts aus. Und hier sind noch ganz tolle Himbeertöne. So sieht das besser, ne? Also ich würde mal sagen, die Steine sehen gut aus. Das wird sich aber dann wirklich zeigen, wenn man das dann beklebt, das Bild. Ja, ihr Lieben, so sehen die Steine aus von DIY für dieses wunderschöne Bild. Und da werde ich auf jeden Fall mein Köfferchen dann dazu nutzen, um dieses schöne Bild hier zu painten. Wow.
Hammer. Also ich freue mich total drauf. Wie gesagt, die nächste Bestellung von der Testung ist schon unterwegs. Wird aber sicherlich auch noch mal ein bisschen dauern. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, oh, wie lange hat das denn jetzt hier gedauert? Ich meine so um die 3 Wochen etwa. Und das wird ja auf jeden Fall in Deutschland noch mal umgepackt. Ich meine, jetzt muss ich gerade mal gucken, aber ich glaube, ich habe es durchgestrichen. Das letzte Mal, meine ich, stand was drauf von Mainz. Genau, das wird in Mainz noch mal umgepackt. Joho! Also wenn ich das Bild dann anfange und die Steinchen in meinen schönen Koffer eingeräumt habe, dann werde ich euch auf jeden Fall ein bisschen mitnehmen, um euch dann irgendwann das fertige Resultat zeigen zu können. Oh, schön. Dann, ihr Lieben, mache ich auch schon Schluss. Oh, ich bin wirklich müde heute. Und wünsche euch noch einen schönen Abend. Und bitte, bitte bleibt gesund. Und ich denke mal, wir werden uns sehen, beziehungsweise vielleicht voneinander lesen, wenn ihr auch bei dem schönen Livestream dabei seid am Wochenende, am Sonntag, meine ich, um 16 Uhr von der Kunterbuntmine. Ich freue mich drauf. Ich weiß noch nicht, ob ich es pünktlich schaffe, aber ich werde mich auf jeden Fall, sobald es mir möglich ist, mich da einklinken. Freue mich schon drauf. Und bis dahin, passt bitte gut auf euch auf, bleibt gesund und viel Spaß bei euren Handarbeiten. Tschüss, eure Sabrina.